Was hat Sie zur Serie Route 66 bewegt? Naja, ich habe ja ziemlich viel in Amerika gearbeitet, im Südwesten, Neuengland, dann mal ein Büchlein und Ausstellungen über die amerikanischen Diners gemacht. Das heißt, ich habe mich sehr um die amerikanische Straßenkultur gekümmert. Und während meiner Arbeit in Amerika war ich dann so ein bisschen auch erstaunt, dass die Amerikaner selber ihre Alltagskultur überhaupt nicht, wie auch immer, dokumentarisch, künstlerisch groß bearbeitet haben. Und da schien mir die Route 66 als ein Ort ganz sinnvoll, der nicht nur den Trek nach Westen, also den Zug nach Westen, sehr eindrücklich dokumentiert, sondern schien mir eben auch eine Gelegenheit, mal die gesamte amerikanische Straße, also das Tohuwabohu von Motels, Gasstations, Truckstops, all dies mal in einem Projekt geschlossen zu bearbeiten. Und das war dann der Hintergrund dieser Route 66 Arbeit. Waren Sie danach noch einmal da? Haben Sie Veränderungen dann feststellen können, falls Sie noch mal da waren? Ja, eigentlich nur ganz kurz. Und für mich war das eigentlich dann ein abgeschlossenes Projekt. Und die Straße hat sich ja inzwischen auch sehr touristifiziert, muss man sagen. Und das wäre dann noch mal ein gesondertes Projekt, sich darum zu kümmern. Aber da standen mir dann andere Projekte sozusagen im Weg. Und deswegen habe ich eigentlich nur staunend gesehen, welchen Aufschwung diese Straße inzwischen nimmt, weil doch die Touristenmassen erheblich zugenommen haben. Gibt es Künstler, die Sie besonders geprägt haben, und hatten Sie eventuell Bilder von Hopper im Hinterkopf, als Sie die Arbeiten gemacht haben? Ja, es gibt wohl kaum einen deutschen Fotografen, wenn er nach Amerika fährt, nicht irgendwie so ein bisschen was von Hopper im Kopf hat. Das ist schon richtig. Manchmal stolpert man geradezu über ihn und dann passieren natürlich auch sehr skurrile Sachen. Ich war es einmal in Neuengland. Es war Dämmerung und ich fotografierte eine Tankstelle ähnlich eines Bildes, das ich von Hopper kannte. Ich glaube, das heißt auch Gas Station am Wald oder wie auch immer. Und während ich da hinter meinem Stativ stand und wartete, bis es so ein bisschen dunkler wurde, kam dann natürlich auch der Tankwart raus und schrieb, wie im Hoppers Bild, sozusagen die Tagesgallons auf seinem Notizblock. Also auch solche Begegnungen hat man im Grunde genommen mit Hopper, wenn man unterwegs ist. Aber es ist natürlich nicht nur Hopper. Gerade auch was solche Momente der Stille und der Ruhe angeht. Es wird auch Chirico, Magritte, aber auch eben die Malerei der Renaissance, da gibt es durchaus immer wieder Bezüge, die man dann auch beim Fotografieren wieder sieht.